Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Video zu Infinite Warfare. Gestern ist die Beta erst schon verfrüht irgendwie losgegangen, das zweite Beta-Wochenende. Ich habe dazu was auf Facebook und Twitter gepostet. Folgt mir da auf jeden Fall, um sowas mitzubekommen. Manchmal habe ich nicht die Möglichkeit, irgendwas in Videoform zu verpacken. Und es ist so, dass auch ein neuer Modus hinzugefügt worden ist, und zwar der Modus Front. Den spielen wir jetzt heute in diesem Video. Bei Front geht es darum, dass man praktisch TDM hat, in Anführungszeichen, aber mit festen Spawns. Das heißt, das eigene Team spawnt auf einer Seite und das Gegner-Team spawnt auf der anderen. Dann gibt es einen Seitenwechsel und die Spawns wechseln für die zweite Runde. Es ist dann so, dass man eine 10 Sekunden Spawn Protection hat, wenn man im eigenen Spawn steht, und es ist so, dass man die verliert, wenn man die Grenze überschreitet, die man dann auch sieht im Video. Und ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Modus halten soll. Ich hatte manchmal auf jeden Fall actionreiche Momente. Teilweise drückt man die Gegner dann allerdings doch ganz schön in den Spawn und es wird ein bisschen zäh. Man wartet irgendwie nur drauf, dass die Spawn Protection der Gegner weg ist. Von daher, ich bin noch ein bisschen unschlüssig. Ihr könnt den Modus gerne auch mal testen und mir dann in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Würde mich interessieren. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal ins Gameplay und schauen uns die ganze Sache so ein bisschen genauer an. Okay, wir spielen den neuen Modus Front. Hier sieht man schon, das ist unser Spawn-Bereich. Wenn wir hier drin sind, haben wir 10 Sekunden lang Spawn-Protection. Wenn wir rausgehen, verlieren wir die sofort. Und die Gegner haben natürlich auf der anderen Seite das Gleiche. Und jetzt heißt es, einfach nach vorne kämpfen. Zwei Runden gibt's. Und wir schauen mal, dass wir hier ein paar Kills bekommen. Zeig dich nochmal, zeig dich. Okay, will er nicht. Die Frage, ob das noch Spawn-Bereich ist von denen. Oder ob ich da hinschießen kann. Oder ob er mich einfach wegaimt. Alles klar. Da pre-aime ich und krieg den Kill nicht. Ich glaub's ja nicht. Sollten wir mal durchs Flugzeug? Das ist vielleicht nicht ganz so sicher. Ich bin mir selbst noch nicht sicher, was ich vom Modus halten soll. Oh, fuck. Das ist der Spawn-Bereich. Alles klar, zu spät diese Begrenzungen gesehen. Aber ja, so funktioniert die ganze Sache. Schauen wir mal. Einmal die Streak erreichen wäre ganz cool. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein sehr langsamer und sehr defensiver Modus. Ist aber auch okay. Da hat man praktisch dann eine Antwort auf TDM. Was ja doch ganz schön hektisch ist in dem Game. Ich nehme mal noch eine Zweitwaffe mit. Na komm. Von daher vielleicht gar nicht so schlecht als Abwechslung einfach. Als Alternative. Ja, da kann man jetzt rein und du kommst mit. So, snipern wir auch. Ich glaube, das war ein Sniper. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Wir müssen die erst rauslocken aus ihrem Spawn-Bereich. Genau, den haben wir rausgelockt. Nein, und ich werde gesniped. Ey, bei den Scharfschützengewehren bin ich mir echt nicht sicher in dem Game, ob ich die mag oder nicht. Ich habe das Gefühl, die sind schon ein bisschen stark. Wie man da teilweise weggeholt wird, da gibt's echt die... Da gibt's Killcams, Alter. So, du kommst mit. Ich habe das Gefühl, auf der Map funktioniert's nicht ganz so gut. Die ist nicht, der hat eindeutig noch Spawn Protection. Die ist nicht, wie sagt man, lang genug gezogen. Die ist so breit. Zu breit vielleicht für den Modus. Ja, absolut. Zu lange Distanz. Nice, den haben wir. Okay, gehen wir nochmal auf die Seite hier. Oh, wo kommt der her? Okay, neue Waffe. Nachladen. Ohne mal raushauen. Okay, das Ding ist, dass ich glaube... Oh, die meisten da, glaube ich, haben noch Spawn Protection. Da sollten wir vielleicht nicht ganz so nah hin. Der sollte allerdings keine mehr haben. Och, der hat auch noch was. Okay, da will einer kommen. Ja, genau, Teammate. Erledige du das mal. Oh shit. Kommt der da? Kommt Konterdrohne mal raus. Okay, erste Runde. Naja, naja. Bin mir nicht ganz sicher, was ich davon erzählen soll. Okay, und jetzt spawnen wir bei denen.
Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall gleich ein bisschen rauspushen, damit die uns nicht so in den Spawn drücken können, wie wir gerade die anderen reingedrückt haben. Er sprint einfach mal ein bisschen nach vorne und hofft, dass ich hier nirgendwo gesehen werde. Können wir hier vielleicht von der Seite ein bisschen arbeiten. Kommst mit. Oh, Schalldämpfer wäre jetzt hier natürlich perfekt. Einer ist oben. Ich glaube, ich sollte mir auf jeden Fall... Kommst auch mit. Ich glaube, ich sollte mir auf jeden Fall einen Schalldämpfer ausrüsten, jetzt wenn ich wieder spawn. Ich glaube, manche checken nicht, dass sie 10 Sekunden Spawn Protection haben und nicht für immer, wenn sie da drin sind. Das heißt, die ganze Sache kann schon ein bisschen Spawn-Traffic werden. Oh, da wird wieder gesniped. Und ich glaube, ich bin gerade... Ich stehe gerade nicht gut da. Ich glaube, die wissen komplett, wo ich bin. Wir gehen mal ein bisschen woanders hin. Oh, nur eine Leiche. Okay, Teammate, aufpassen. Okay, Teammate hat ihn. Nice. Wechseln wir mal. Oh, shit. Irgendwas haben sie in der Luft. Oh, wir müssen zurück. Oh, ich hoffe mal, die haben mich nicht gesehen. Machen wir mal dieses Ding raus. Hä? Ach, über mir ist einer. Ich glaube, einer ist im Flugzeug. Okay. Aufpassen, meine Freunde. Ui, das war knapp. Das war knapp. Das war viel zu knapp. Und ich habe absolut keine Munition mehr. Ich will mal hier reinspringen, ob hier noch irgendwas liegt. Okay, sehr gut. Ganz ohne wäre es jetzt vielleicht nicht ganz so geil gewesen. Oh, nice! Wir haben dieses Ding. Verbündet das Garabeus aktiv. Ey, nice. Das rufen wir hier gleich rein. Dann bin ich hier direkt beim Gegner-Spawn. Und kann die da ein bisschen wegnatzen. Warten wir mal, bis das Ding kommt. Das ist eine coole Animation, finde ich. Hey. Dann schauen wir mal rein. Wir dürfen nur nicht ganz vor, wegen der Spawn Protection. Okay, das war ein kurzer Ausflug. Das war ein kurzer Ausflug. Was zum Teufel? Ich glaube, die waren auf jeden Fall mit Raketenwerfer ready. Aber haben sie auch recht. Kommst auch mit. Mit dem Ding kann man halt nicht so viel machen, wenn... Nein, okay, das war immer nur noch dumm. Mit dieser Nahkampfwaffe ist man nicht so gut aufgehoben, habe ich das Gefühl. Bei dem Modus oder auf jeden Fall bei der Map. Ups. Ich glaube, da wird wieder gesniped. Muss man. Oh, ja, ich sehe das Licht. Die Sniper in dem Spiel. Was? Ah, an der Seite. Ich glaube sie nicht. Ich glaube, wir stellen uns eiskalt wieder dahin, wo ich die ganze Zeit war, auf der Seite. Ich glaube, da funktioniert es wirklich am besten. Wir scheinen auch zu gewinnen, was mich sehr freut. Oh, du kommst mit. Einer will ins Flugzeug. Ah, shit. Der hat seine 10 Sekunden noch. Das ist halt kompliziert, dass man nicht weiß, wer jetzt seine 10 Sekunden noch hat und wer nicht. Die haben anscheinend alle noch ihre 10 Sekunden. Okay, der nicht mehr. Nachladen. Der hat noch. Verbündet das Garabeus aktiv. Drohne in Ohne. Ja, ist schon ein bisschen Spawn-Trappy. Oh, unten bleiben. Oh shit, was ist das denn? Da haben locker noch ein paar Leute ihre 10 Sekunden gerade. Nice, sie haben gewonnen. 22, achso, ich schaue gerade auf den falschen. 25-7. Ich denke, das kann man auf jeden Fall lassen für den Modus. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ich denke, es ist eine nette Abwechslung zu TDM, wie schon gesagt, aber es wird irgendwie doch sehr zäh teilweise, wenn irgendwie das komplette Team vorm Gegner-Spawn steht und einfach nur wartet, bis diese Spawn-Protection irgendwie weg ist.
Ich bin mal gespannt, wie sich das spielt auf anderen Maps und so weiter. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Modus sagt, sobald ihr ihn getestet habt. Würde mich interessieren. Und ansonsten war es das dann von mir. Macht's gut und bis zum nächsten Video.